Hallo euch allen, da sind wir wieder bei Madden NFL 19 und der zweiten Challenge des Madden Club Championships. Und zwar geht es diesmal in und um die Houston Texans. Komplettes Spiel, 4 Minuten pro Quarter. Dann gehen wir, schön, spielen die Texans gegen die Texans. Aber ich habe, glaube ich, ja, ich habe aber meine Spiele. Okay, wir laufen halt nur in Texas-Uniform rum. So. Ja, überraschenderweise spielen wir auch in Houston. Dann bin ich doch mal gespannt. Es gibt ja hier wieder eine Karte, einen Platzhalter, den man für eine beliebige, ich glaube, Serious Trophy einsetzen kann. Also die werde ich mir gut weglegen. Und da muss ich echt mal schauen, wofür ich die nutze. Da bin ich mir noch sehr, sehr unsicher. So, haben wir auch diesmal ein etwas längeres Spiel. 4 Minuten pro Quarter. Ist mir aber ganz recht, weil ich habe gesehen, es gibt ja diese Weekly Challenge. Da muss ich irgendwie 4 Touchdowns in einem Spiel noch werfen. Aber erstmal der Vorspann. So, da sind meine Jungs und das sind die Texans. So, dann, wir eröffnen das Spiel, das heißt, wir spielen in Weiß. Sind ja auch das Auswärtsteam. Und das sind die richtigen Farben der Texans. An der 2-Yard-Linie startet der Return. Wird zurückgetragen bis an die 34-Yard-Linie. So, da kommt schon die Sean Watson aufs Feld. Ich gehe wieder auf meinen DeMarcus Lawrence, den ich übrigens auch pimpen konnte. Er ist ja seit der Series 3 jetzt als Power-Up verfügbar. Hätte er auch schon fast sein erstes Sack gehabt, wäre er nicht ein bisschen zu ungestüm gewesen. So möchte ich es mal ausdrücken. Aber eine Incompletion. 2010. Wir bleiben in der Cover 3 Match. Weil ich glaube, ich konnte recht gut Druck machen. Kam also gut um den Tackle herum. Ja, da konnte ich von hinten angestürmt kommen. Dritter Versuch in 7. Cover 3 Bus Match. Wie gesagt, in der Cover 3 bleiben wir ja auf jeden Fall drin. Von unserer Grundaufstellung. Ich komme wieder gut durch. Dürfte das Spiel jetzt hier nicht unbedingt ein Messgrad dafür sein, aber es macht schon Spaß mit dem aufgepimpten DeMarcus Lawrence. So, wir haben es geschafft. Three and out, der Punt der Texans. So, den Mann kennen wir noch alle gut. Deion Sanders, der aber nicht allzu weit kommt. Bis an die 32-Yard-Linie. So, und da kommt jetzt mein Offense aufs Feld. Wir haben einen ersten Versuch und 10 an der 32-Yard-Linie. Aber wie gesagt, ich muss noch Passing-Geschichten machen. Also nicht wundern, dass ich jetzt hier fast nur dabei bleibe, um den Ball auf dem durch die Luft zu bewegen. So, ich schaue mir Owens an und ich schaue mir Sharp an. Und ich glaube, ich laufe mal lieber selbst, weil das sah nicht sehr gut aus. Ja. Haben wir doch ein souveränes First Down geholt. Wir sind an der 48-Yard-Linie der Texans. War zwar nicht das geplante, aber wenn so viel Raum ist auf der linken Seite, das nutzt natürlich ein
scrammelnder Quarterback wie Prescott aus. So, Cooper und Sharp, meine Anspielstation. Blitz von der linken Seite. Ich habe mal für den aufnehmen können. Cooper ist frei. Hat den Pass. Immer noch auf den Beinen. Kommt bis an die 25-Yard-Linie. Sehr schöner Spielzug. So, wir nehmen die Double Slants. Das heißt, Owens und Beasley kreuzen die Wege. Ich schau mal, wer von den beiden frei sein wird. Ich glaube, das wird Charles Owens sein. Ja, also, oh, ja, das war ein guter Pass. Ihr habt vollkommen recht. 2010, immer noch an der 25. So, zweiter Versuch heißt, wir gehen in den Community-Bereich hinein. Da sehe ich doch schon den Texas. Den nehme ich doch immer gerne. Owens auf der linken Seite. Wenn er 1 gegen 1 ist, spiele ich ihn an. Das sieht auch so nicht ganz gut aus. Ansonsten gehe ich auf Sharp. Ja, Owens ist 1 gegen 1. Da muss ich gerne mal schauen, was Sharp in der Mitte macht. Spin Move. Jump in die Endzone. Touchdown Dallas Cowboys. So, der PT ist auch gut. Da haben wir eine 7-Minuten-Terrine, eine 7-Punkte-Führung auf dem Scoreboard stehen. So, der Kick-Off geht an die 3-Yard-Linie der Houston Texans. Das heißt, wir werden jetzt an der 22-Yard-Linie die zweite Angriffssequenz sehen. Sean Watson kommt also wieder aufs Feld. Corner Blitz 3. Setzen wir ihn doch mal ein bisschen unter Druck. Das heißt, einer meiner Cornerbacks, in dem Fall der von der rechten Seite, wird jetzt gleich blitzen. Oh, die Marcus Lawrence kam da dran, aber trotzdem ein sehr toller Pass von Sean Watson. Erster Versuch von 10 an der 44-Yard-Linie. Temperatur möchte ich nicht spielen. Cover 3 Match. Die nehmen wir. So, das erste Quarter neigt sich schon langsam dem Ende zu. Da komme ich nicht durch, da bin ich gedoppelt worden. Weiter Pass von die Sean Watson. Und da sah ich natürlich die Andrew Hopkins. Wer auch sonst. Die schnelle Antwort der Houston Texans. Das 7 zu 7. Wenn der PET jetzt gut ist. Aber ehrlich gesagt, da gehen wir mal von aus. So ist es. Jetzt haben wir ein Unentschieden. Das ging sehr schnell, aber da sah auch meine Defense in Form meines Cornerbacks Wallside gar nicht gut aus. Den muss ich wirklich mir komplett auf meine Kappe schreiben. Den hätten wir leicht abwehren können. Kein gutes Spiel. So, unser Return. Wir kommen bis an die 29-Yard-Linie. So, dann sehen wir Dak Prescott doch nochmal im ersten Quarter. Dann nehmen wir ruhig mal die Pop Verticals. So, das heißt, ich schaue mir Sharp an, ich schaue mir uns an. Cooper ist auch noch. Oh, da kommt schon wieder ein Blitz von der linken Seite. Dadurch wird Cooper natürlich jetzt hochinteressant. Allerdings, da ist Sharp so frei, wollte ich sagen. Cooper, sieht das da hinten links? Der war total frei. Ich hätte auf Cooper gehen sollen. Mein Fehler. Nicht gut interpretiert, nicht gut gelesen. Nehmen wir einen normalen Slant-Spielzug. Das heißt, Cooper wird hier meine Hauptanspielstation sein. Sharp ist so ein bisschen eine Sicherungsoption. Kommt ein Blitz von der rechten Seite. Das ist natürlich doof, da kann ich dann kein Rollout machen. Versuchen wir halt zu laufen. Und wir fummeln den Ball. Ich wollte gerade anfangen zu sliden. Ein Fumble-Gott, da war er wieder. So.
Gute ist, ich kann jetzt keine erneute 60, 70 Yard Touchdown Bombe mir einfangen, weil die Texans stehen schon an meiner 36. Laufspiel durch die Mitte. Ja, es hat schon fast das neue First Down gebracht an der 26 Yard Linie. Ja, der Edge Ding ist ein bisschen vergessen, aber das wird eh kein Spielzug mehr, den wir noch ausführen. Genau so ist es. In den Corner Blitz. Ich bin jetzt noch etwas konservativer geworden. Ich gebe es ehrlich gesagt zu, ich möchte nicht, dass die Sean Watson mir noch ein Pass in die Endzone dengelt. Mann, also meine, das sieht nicht gut aus, was ich da in der Defense mache. Haben sie perfekt aufgenommen, der Blitz kam von der rechten Seite, Spiel auf die linke Seite verlagert. Und da war dann natürlich Platz. So, jetzt sind sie in meiner Redzone, an der 15-Yard-Linie. Und da haben wir den zweiten Touchdown für die Houston Texans. Jetzt müssen wir uns langsam mal was einfallen lassen. Das Spiel, würde ich mal sagen, ist uns mal komplett aus der Hand geglitten. Petey gut, 14-7 Führung für Houston. Ja, die haben jetzt natürlich das Momentum. Also ich muss wirklich noch sehen, wenn ich noch score vor der Halbzeit. Habe ich gedacht, ich hätte links eine Lücke gesehen, aber die war sehr schnell wieder zu. So, erster Versuch und 10. Nehmen wir einen Stick. Ich muss erstmal ein bisschen Ruhe reinbringen. Also, das heißt, Sharp bzw. Cooper meine Anspielstation. Ich glaube, Sharp ist hier ziemlich frei. Ja, so ist es. Kopf voraus, tankt sich nur immer noch auf den Beinen. Damit hätte ich gar nicht gerechnet, aber er kommt durch. Das ist noch nicht mal ein Footbase in die Endzone. Das ist ein sicherer Touchdown. Shannon Sharp. Ein 70-Yard-Touchdown-Pass durch einen kurzen... Was war das? Das war ein 4-Yard-Pass, wenn überhaupt. Und schon haben wir Punkte. 14-14. Also langweilig. Aus Sicht von Offensive-Liebhabern ist dieses Spiel definitiv nicht. Ja, mein 14-14. Ich glaube, die Fans-Freunde schlagen hier die Hände über den Kopf zusammen. Noch 3 Minuten und 6 in dieser ersten Halbzeit, dieser sehr punktereichen ersten Halbzeit zu spielen. Und die Offensive Texans beginnt an ihrer 25-Yard-Linie mit ihrem nächsten Drive. So, Cover 3 Match. Hier wieder auf meinen DeMarcus Lawrence. Ich habe gerade schon wieder Angst bekommen, weil Waltz da schon wieder seltsame Sachen gemacht hat. Aber Gott sei Dank war der Pass ein bisschen zu weit geworfen. 2. und 10. Das hat mir nicht gefallen. Ich habe eben noch am Anfang darüber geschwärmt, wie gut ich zu die Sean Watson durchkomme. Ich komme nicht mehr durch. Ich jetzt mal lieber groß über die Außen zu gehen. Da kam ich durch und schon haben wir die Interception. Das ist Sean Lee. Tja, und so schnell kann ein Momentum kippen. Erster Versuch und 10 an der 23-Yard-Linie der Texans. So, da hinten haben wir es groß stehen. Texans, da wollen wir hin. So, ich schaue mir uns an, ich schaue mir Cooper an. Ich bin ganz bewusst nicht nach außen gelaufen, weil ich gesehen habe, dass da eine Lücke sich erschließt. Genau, da kann der Ball rein. Neuer First Down an der 5-Yard-Linie. Jetzt der Texans. Das heißt, jetzt müssen wir das Ding dann irgendwie in die Endzone wuppen. So, Cooper und Schach. Endet ist so ein bisschen meine Sicherungsoption.
Da gehe ich auf Cooper. Ah. Der Honey Badger wird den Ball ab. Wir bleiben bei dem Slant. Second and goal. Wir sind 9 Sekunden vor der 2-Minute Warning. Ich achte auf Owens. Elliot ist so ein bisschen meine Sicherungsoption. Da war Owens hinten frei. Da haben wir den Touchdown. Ja, und da haben wir den nächsten Führungswechsel. Das war das 21 zu 14. Wir haben noch 4 Sekunden auf der Uhr. Ich glaube nicht, dass es hier ein großes Two-Minute-Warning geben wird, weil die 4 Sekunden, die werden jetzt gleich für den Punt-Return draufgehen. So, unfair, fast an der Goal-Line. Startet der Return der Texans. Ja, gut prognostiziert. Wir sind exakt bei 2 Minuten. Die letzten 2 Minuten der ersten Halbzeit berechnen an. Wir bleiben in der Cover 3. Und man sieht, dass, wie wichtig es ist, Druck auf den Quarterback auszuüben. Und die nächste Interception, das diesmal war Ryan Shazier, der nächste, also wieder einer von meinen Linebackern. Das freut mich besonders. So Interception brauche ich, glaube ich, noch für seinen Trade. So. An der 29-Yard-Linie stehen wir diesmal wieder eine saugeile Feldposition. Auch hier wieder Slants, da arbeiten wir jetzt doch sehr erfolgreich mit. Schauen wir wieder Owens an, der da hinten wieder frei sein wird. Da brauche ich ihn wirklich nur zu bedienen. Da sind die Texans ganz schlecht aufgestellt. Und jetzt haben wir zum ersten Mal eine Two-Score-Führung für eins der beiden Teams hier auf dem Scoreboard stehen. War das 28 zu 14 auch schon unser vierter Passing-Touchdown. Das werden doch mal geile Stats. Das war ein ganz schlechter Kick. Der dürfte sehr früh runterkommen. Na gut, an der 5. Da kann man noch mit leben. Erster Versuch für die Texans an der 30-Yard-Linie. Wir bleiben in der Cover 3. Schöner Catch, aber knallharter Hit wieder von Ryan Shazier. Der jetzt gerade hier sehr präsent ist in der Defense. Der Gesichtsausdruck eben sprach Bände. So, noch 1:41 zu spielen. Im zweiten Quarter. Laufspiel durch die Mitte. Es hat noch nicht zum First Down gereicht. Oh, manchmal ansatzweise dritter und 6. Und da ist der Sack durch die Marcus Lawrence. Er war schon ein paar Mal nah dran. So, wir nehmen noch schnell eine Auszeit. Bei aller Freude über den Sack dürfen wir eins nicht vergessen. Wir haben noch 1:18 auf der Uhr. Wir haben jetzt noch 2 Auszeiten. Da will ich noch mal scoren. Ganz ehrlich. So, Sanders mit dem Return. Ja, bis an die 41. Ich glaube, ich wäre besser gerade ausgegangen. Da wäre ich, glaube ich, noch ein Stück weiter gekommen. So. Gehen wir gleich in die Fourth Verticals hinein. So, diesmal achte ich besonders, wie gesagt, ob Cooper 1 gegen 1 geht. Ansonsten werde ich auf Sharp, denke ich mal, gehen. Ah, ich wollte gerade nach vorne laufen. Brutaler Sack, der hat wehgetan. Zweiter und 19, ich bin jetzt in die Texans hineingegangen. Ich schaue mir uns auf der linken Seite an, beziehungsweise Sharp über die Mitte. Ich musste ein bisschen weiter werfen, weil
Sonst wäre der Ball auch schon leicht Interception gewesen, weil ein Cornerback hat sich da ganz böse zurückfallen lassen. Der hätte mir wehgetan. Laufen möchte ich aber jetzt eigentlich nicht, Freunde. Ich wechsle um auf einen Passspielzug. Na, Freunde? Audible. Nehmen wir den Tight End Attack. Das heißt, ich schaue mir Sharp sehr genau an. Ja, Sharp ist frei. Hat den Ball, wir laufen jetzt aus. Uhr bleibt stehen, wir sind an der 34-Grad-Linie. Also schon in Field-Goal-Nähe. Haben wir doch das erreicht, was wir erreichen wollten. Dass wir nochmal scoren können. So, nehmen wir die Flut. Auch mal Beastie wieder auf dem Feld. So, ich schaue mir Sharp an. Blitz von der linken Seite. Er wird Sharp frei sein in der Mitte, da der eine Safety nicht mehr da war. So, und schon sind wir an der 12-Yard-Linie. Wir nehmen unsere zweite Auszeit. Haben ein neues First Down. Arbeiten mit dem Stick. So, da wir nur noch eine Auszeit haben, müssen es jetzt ein bisschen schneller gehen. Das ich schon mir Cooper an über die Mitte. Ich habe gedacht, er wäre frei. Aber wieder der Honey Badger. So, bleibt beim zweiten und 10. Nehmen wir die Quick Slants. Wir haben noch 26 Sekunden auf Druck. Also selbst wenn ich jetzt nochmal in Field getackelt werde, kriege ich, denke ich mal, auf jeden Fall noch einen Spielzug hin. So, da habe ich aber viel Zeit, da habe ich aber sehr viel Zeit. Boah, sehr gute Defense. Der tut mir gerade etwas weh. Gebe ich offen echt zu, das schmerzt. Da darf er mehr drin. So. Ich schaue mir Armani Cooper auf der linken Seite besonders an. Beziehungsweise Sharp in die Mitte. Ich gebe auf Sharp. An der 1-Yard-Linie, das war noch nicht der Touchdown. Ich habe schon gedacht, der wäre drin, aber Riesenplay. Riesenplay. Aber jetzt will ich auch den Touchdown. Ich muss jetzt nur aufpassen, dass ich, also wenn ich gesackt werden sollte, wird die ganze Geschichte eng. Deswegen werde ich versuchen, relativ schnell den Ball loszuwerden. Ja, und werfe ihn in die Arme eines Houston Texans Spielers. Ich muss jetzt sogar noch aufpassen, dass ich hier keine Picks riskiere. Dak Prescott mit dem Tackle. Das war dumm. Das war dumm und arrogant und viel zu hektisch. So, wir haben noch 6 Sekunden auf der Uhr. Meine Offense geht in die Hail Mary Verteidigung. Ah, ist das ärgerlich. Mann, aber wie dumm. An der 34-Grad-Linie. Noch eine Sekunde, das heißt, das ganze Spielwerk wird sich nochmal wieder wiederholen. So ist es. Jetzt ist die Halbzeit da. So, wir führen mit 2 Punkten 28 zu 14. Interception hat wehgetan, nein, nicht wehgetan, die war nicht schön. Wehgetan hat sie nicht. Wehgetan tut andere Sachen hier. Boah, nee, also da sind sie sehr gut mit unterwegs. Also starke Gunner, starke Special Teams der Texans. So, fangen wir doch mal ganz ruhig an. Tight End Angle in aller Ruhe wieder. Ich möchte noch ein bisschen passen. Ich schaue mir Owens an, ich schaue mir Sharp an. Da sind. Ja, da ist eine Pick 6. Also, das war. Ich hab's noch gesehen, dass der doch da steht. Aber das war so eine Sekunde, nachdem ich den Ball geworfen hatte. Ja, überraschenderweise wieder der Honey Badger. Und weg ist die Schoneführung. 2 Interceptions in 2 Passspielzügen. Freunde, wir beklacken uns hier nicht mit Ruhm.
Da waren es nur noch 7 Punkte Vorsprung. Also, das Spiel ist von der Leistung her ist das indiskutabel, was wir jetzt zeigen. Aber es macht Spaß. Muss ich auch sagen. So, jetzt ist aber hier Deion Sanders mal unterwegs. Aber schnell unterwegs. Und das ist ein Kick-Off-Return-Touchdown. In dem Spiel ist alles drin. Kick-Off-Return-Touchdown. Deion Sanders. Diesmal war auf der einen Seite nur ein Verteidiger. Wenn der natürlich dann mit einem Spin-Move ausgetanzt wird, ist der Weg frei. Wir haben eine 14-Punkte-Führung wieder. Interception in der Endzone. Danach eine Interception, eine direkte Pick-6 verwandelt. Und ein Kick-Off-Return-Touchdown. Also, rein von der Schwo her ist das schon eine gute Nummer, was hier läuft. Cover 3 Sky. Man in Motion bei den Texans. Nein! Deshaun Watson hatte da gerade Gummibeine. Da kam ich nicht mit. Da hatte mir, glaube ich, gerade einen Knoten in den Oberkörper gespielt mit diesem Move. Ich habe schon gesagt, wir hätten ihn zum zweiten Mal gesackt. Aber nein, zweiter Versuch in 10 an der 31. Laufspiel durch die Mitte, oder ist ein Riesengap. Dritter Versuch und 3. Das wird ein interessanter dritter Versuch. Jetzt noch nicht spielentscheidend, aber interessant. Griffin wieder in Motion. Laufspiel? Ah, ne. Ich glaube, da haben wir ihn über die First Down Markierung getackelt. Ja. So ist es. So, Cornerback 3. Aber erster Versuch für die Texans an der 42-Yard-Linie. Laufspiel über die linke Seite, aber rigoros die Tür zugemacht. Crawford, glaube ich, war es. Genau. Zweiter Versuch um 10 immer noch. Immer noch an der 42. Wieder Laufspiel zu. Ja, da bin ich in einen anderen Blocker reingelaufen. Hatte ich gerade selber das große Verlangen, beim DeMarcus Lawrence das Tackle zu machen. Dritter und 10. Das ist jetzt aber schon heikel für die Texans. Und da kommt DeMarcus Lawrence, da komme ich zum zweiten Mal durch. Zweiter Sack. Der hat richtig wehgetan. Vierter Versuch. So, wir bekommen den Ball. Ich weiß gerade noch nicht, wo ich hinlaufen soll. Der hat auf mich gewartet. Das hat man genau gesehen, der Sack. Der kleine Drecksack. An der 47-Yard-Linie startet unser nächster Offensive Drive. So, und wir haben eigentlich nur ein Ziel, mal keine Interception zu werfen. So, Texas. Haben wir schon ein paar Mal gesehen, wieder Owens 1 gegen 1, ansonsten auf Sharp. Oh, da hinten ist ja einer ganz frei. Das ist Cooper. Ja, ein Riesenspiel. Da habe ich gar nicht mit gerade. Also die linke Seite habe ich beim Texas normalerweise gar nicht auf dem Schirm. Aber das war ja mal richtig gut. Oh, Skinny Post, den haben wir auch schon lange nicht mehr gespielt. Den spiele ich eigentlich sehr gerne und gerade jetzt mit Cooper bin ich mal gespannt. Ich schaue mal, wer von den beiden Safeties sich wie bewegt und wir schauen aber leider erst im letzten Quarter. Jetzt will ich mal schauen, ob ich den Skinny Post noch habe. Ja, jetzt habe ich ihn leider nicht. Dann nehmen wir den Shark Halfback Wheel.
So, Elliot ist hier die Hauptanspielstation. Ich werde aber auch genau schauen, was Sharp macht. Owens ist so ein bisschen meine Sicherung. So, Elliot ist frei, bekommt den Ball. Spin Move. First down, Cowboys. Jetzt sind wir an der 11-Yard-Linie. So, nehmen wir den Stick. So, ich schaue mir Cooper an. Ich habe mein Auge auch auf Sharp. Elliot, meine Sicherungsoption. Und da ist Sharp so frei. Dann sage ich nur Dankeschön und wir sind an der 5-Yard-Linie. Zweiter Versuch mit 4. Ja, was nehmen wir da? Den unteren Stick nehmen wir. Also auch hier wieder, man sieht jetzt keinen Running Back. Also keiner Running Back als, der ist jetzt als Blocker. Das heißt, ich habe ein bisschen mehr Zeit. Ich schaue mir Sharp an und ich schaue mir Owens an. Hier auf Sharp, der kann den Ball nicht festhalten. War aber auch im Doppeldeckung, und hätte ich normalerweise gar nicht hinwerfen dürfen. Dritter Versuch und 4. Nehmen den Quickslant, also mit zwei Receivern auf der linken Seite. Auch hier wieder Sharp. Elliot als plötzlicher Blocker im Backfield. Da ist er geblockt worden. Und ich dachte eigentlich, er hätte seine Route schon laufen können. Kein Touchdown. Das heißt, ich bringe den vierten Versuch nicht aus. Also so bringt notwendig haben wir auch nicht. Stattdessen wird mein Field Goal geblockt. Das in dem Spiel ist wirklich. Also wenn einer sehen möchte, was kann bei Madden alles passieren. In diesem Spiel seht ihr alles. Der war eigentlich gar nicht schlecht getreten, trotzdem wird er geblockt. Alter, ich bin schockiert. Erster Versuch und 10. An der eigenen 13-Yard-Linie. Unvollständig. Das war der erste, nein, nicht der erste, aber das war ein Scheißpass, den ich Sean Watson da spielen wollte. 2010. Jetzt hat er sich aber seine Scheißpässe für einen verdammt schlechten Zeitpunkt ausgesucht. Der war auch wieder sehr schlecht geworfen. Dritter Versuch von 10 und also eigentlich theoretisch gesehen müssten sie einen vierten Versuch ausspielen. Bei dem Spielstand. Ein Screen. Interessante Spielzugauswahl. Da haben sie sogar noch ein Yard bei verloren. Ja, also sie spielen den vierten Versuch. Da mache ich doch keinen Screen im dritten. Eieieiei. Mein Coach möchte ja. Gut, gehen wir mal in der Cover 4. Da haben wir auch schon lange nicht mehr drin gespielt. Das war früher immer so meine Sicherungsvariante. In der Cover 3 wäre mir hier fast lieber gewesen. Wir haben vielleicht noch eine Chance, weil wir switchen in die letzten 2 Minuten des Spiels hinein. Cover 4, Cover 4. Ja, wir bleiben in der Cover 4. Wir bekommen nichts anderes für diesen vierten Versuch. Und der war auch schon wieder überworfen. Ganz schlechter Pass. Ja, Turnover on Downs. Jetzt haben wir den Ball in der 12-Yard-Linie. Das heißt, jetzt haben wir 3 Versuche, um das, was wir eben nicht geschafft haben, jetzt zu schaffen. Also sprich, einen Touchdown zu erzielen. Ich schaue mir Owens an, ich schaue mir Cooper an, ich schaue mir Sharp als Sicherungsvariante an. Sharp ist frei. One-handed Catch. Trotz eines Mother-Tackles hält er den Ball aber fest. Outside Houston Texans. 2005. An der 6-Yard-Linie. Gleiches Spiel wieder. Sharp und Owens. Sharp ist frei. Wie werfe ich denn den Ball dahin? Ganz schlechter Pass. Mann, 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 Leute. Ich bin schockiert. Ich werde nicht laufen. Ich werde per Audible auf einen Passspielzug wechseln.
Schauen wir uns an, der auch wieder nicht frei sein wird. Ich krieg den Ball nicht in die Endzone. Mann, Mann, Mann. So. Geschichte wiederholt sich hoffentlich nicht. Der kommt schon unfassbar. So. Jetzt haben wir eine 17-Punkte-Führung. Unglaublich. Ich hätte gerne noch ein paar Touchdowns geworfen. Wir hatten dreimal die Gelegenheit dazu und haben sie dreimal nicht genutzt. Interception, ein verschossenes Field Goal, jetzt ein vervollständiges Field Goal. Aber also meine Red Zone-Leistung, die war nicht gut. Die war einfach nicht gut. Liegt aber auch daran, weil ich auf Teufel komm raus werfen wollte. Normalerweise, wenn bei diesen Situationen alle Receiver gedeckt sind, laufe ich ja mit Prescott. Aber wir kommen zur nächsten Angriffssequenz der Texans. Die ist intercepted. Ja, intercepted. Das ist wieder Sean Lee. Zweite Interception. Da muss ich sagen, also jetzt hier im letzten Quarter ist das mehr ein Fehlerfestival, aber ein ganz schlimmes, was hier passiert. Ich gehe wieder auf einen Passspielzug, damit den Skinny Post, haben wir eben schon mal drüber gesprochen. Schauen wir mal, wer von den beiden frei sein wird. Terrell Owens ist frei. Den gebe ich dann mal auf den Ball und wir sind an der 19-Yard-Linie, also wieder in der Red Zone. Vielleicht schaffen wir es ja diesmal. Also jetzt möchte ich auch noch gerne einen Touchdown werfen, um mir auch selbst zu beweisen, ich kann es noch in der Red Zone. Ich werde wohl auf jeden Fall über die Mitte gehen, weil Sharp wird nicht 1 gegen 1 sein, so ist es. Da steht schon wieder da hinten frei. Das mit dem Lustchen bei dem Texten. Spielzug echt mal auf dem Schirm haben. Das ist ja der Hammer. Ja, und das war Amari Cooper. Touchdown Dallas Cowboys. Der PT war auch gut und wir haben einen 45 zu 21 auf dem Scoreboard. Fehlerfestival in Houston. An der Goal-Line kommt der Return. Das ist ein interessanter Spielverlauf. Also es hätte auch kippen können. Wer nach der Pick 6 zu Beginn des dritten Quarters nicht die der Kickoff-Return-Touchdown von Sanders passiert, hätte das Spiel auch komplett anders ausgehen können. Vollständiger Pass. Uhr läuft weiter. Zweiter Versuch und 7. An der 27-Yard-Linie. War ich eigentlich viel zu viel mit dem Marcus Lawrence, habe ich echt Glück gehabt. So, vorletztes Timeout der Texans. Noch 31 Sekunden zu spielen. Der Coach der Texans in einem Flanell-Jogging-Anzug unterwegs. Interessant. Start Offense. Wie gesagt, wir haben hier das Fehlerfestival im vierten Quarter. Und das geht gnadenlos weiter. Erster Versuch und 15 dadurch. Guckt auf die Sean Jackson, kann den Ball aber anbringen, aber direkt Open Field Tackle. No Huddle Offense. Jetzt gehen die in Wert 6. Das ist der, er wird spiken. Das bringt uns zu einem dritten Versuch und 11. Zu hoher Part. Die hat er auch schon wieder weggeworfen. Das heißt, er jetzt, wenn sie ihren vierten Versuch nicht mehr ausspielen, kommt nochmal ein Punt. So, Sanders kriegt nochmal den Ball. Und das war's. 45-21 gewinnen wir gegen die Houston Texans. Bis zum nächsten Mal.